Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt Gregory Horror Show Soul Collector. Ein Spiel aus dem Jahre 2003 von Capcom, von Naomi Iwata entwickelt. Es ist ein Action-Adventure im Survival-Horror-Stil, also eine Menge Action, eine Menge Puzzle. Ich bin sehr gespannt, was mich erwartet. Das Spiel spiele ich blind. Ich habe irgendwo mal einen Spielstand angefangen vor einem Dreivierteljahr oder so, um mal zu gucken, was das hier eigentlich ist. Es hat mir sehr gut gefallen und ich spiele es jetzt wieder. Ich freue mich darauf, ein neues Spiel zu starten. Sag jetzt nichts mehr und wir hören uns einfach das Intro an. Gregory Horror Show, Soul Collector. I found myself walking through a deep forest in a thick fog. How did I get here? I should have been home by now. Suddenly, I saw a bright light before me. It was the hotel. Do you need a room for the night? My, my. You certainly do look exhausted, don't you? Well then, I'll get a room ready for you. Okay, wir können uns hier einen Namen aussuchen. Okay. Wie sind wir denn? Sind wir Opti? Ist mir so, oder? Ich habe letztens irgendein Spiel gemacht, da hieß ich Radikarl. Da bleiben wir jetzt bei. Bin ich gerade noch dran gewohnt. Radikarl. Passt auch wie Arsch auf Eimer, wenn ich das richtig sehe. Der Name ist quasi wie für das Spiel gemacht. Sehr gut. Wir sind sehr männlich. Right this way, if you don't mind. I'll be happy to show you to your room. I must say, we don't often receive guests at this hour. Perhaps you've somehow managed to lose your way, or maybe you've just lost your mind. That was a joke. Have a pleasant sleep, my friend. You'll be needing it, believe me. Ja, das sieht natürlich alles sehr vertrauenserweckend aus hier. Gut, dass wir dieses Hotel gefunden haben. And so I fell into a deep sleep and began to dream. Come on now, throw away all them worries. Forget about them. Huh? I can tell you ain't from around these parts. What's the deal, bud? Are you lost or something? Don't be embarrassed. You can tell me. What? You can't get back? Okay, how's about I make you a little deal? See, my job is removing lost souls from the living world. And that hotel is full of lost souls, what needs to be removed right away! Hoo-ah! If you go in and find them, I'll show you the way back. I even got some body you can use. It's a little small, but hey, what you gonna do, right? When you find them all, come see me again in your dreams. You got that? See you later. Ja, okay. Damit kennen wir also auch das Grundprinzip des Spiels. Ich habe einen oben betäubenden Schrei aus dem Zimmer nebenan gehört. Okay. Ja, wir können hier unseren Helden radikal steuern. Ja, wie gesagt, wir haben gerade das Grundprinzip des Spiels kennengelernt. Um hier wieder rauszukommen, müssen wir alle
alle Seelen sammeln, sie im Schlaf dem Tod übergeben, weil er sie braucht und er hilft uns dann rauszukommen. Dazu hat er uns diesen Körper geliehen, das wollte ich nicht ganz kapieren, weil ich dachte eigentlich, dass ich mit dem Körper hier angekommen bin, aber gut. Vielleicht hat er auch einfach nur schlecht geträumt, der kleine Radi, Karl. Gut, ich hoffe, es gibt so ein In-Game-Tutorial, weil ich weiß überhaupt nicht mehr, wie die Steuerung funktioniert. Okay, mit X können wir Dinge untersuchen. Sieht so aus, als könnte ich hier Bücher und Gegenstände ablegen. Sieht so aus, als könnte ich hier was hinhängen. Okay, Buch, Bücher lesen, schlafen, ja, das macht alles Sinn. Gehen wir doch mal in das Zimmer nebenan, wir haben gerade was gehört. Oh, Mümmel. Ich habe so einen Hunger. Ah, alles klar. Dreieckstaste spähen. Wenn du durch ein Schlüsselloch schaust, weißt du, was hinter einer Tür ist. Dann kannst du mit der Dreieckstaste auch in andere Orte hineinsehen. Okay. Vierieckstaste. Du kannst auf Objekte vor dir klopfen und auch Türen anklopfen. Objekte und Türen anklopfen mit der Dingenstaste. Soll ich hier mal klopfen? Mümmel, Mümmel, James, bist du das? Bitte ärgere mich nicht mehr. James, is that you? Please don't tease me anymore. Okay. Tür geht nicht auf, ist ein Vorhängeschloss dran. Vielleicht können wir reinspähen. Hoi. You. You're the one who moved in next door yesterday, aren't you? I need to talk to you. Wieso kannst du mich sehen? Yes. So go get the key that's on the counter in the lobby and bring it here. To get to the lobby, just go straight and turn left at the end of the hall. Okay, wir müssen zur Lobby deinen Schlüssel holen. Hier lang und hier links geht's zur Lobby. Okay, geräumige Lobby. Hey Gregory. The key to the room next door? Ja, bitte, den hätte ich gerne. The cat that inhabits that room is the last remnant of a family that once caused us a great deal of trouble. A most dangerous cat indeed. He was once a beautiful creature with fine silky fur. Then, one stormy night, long ago, someone sewed everything shut. Eyes, mouth, ears. Oh, what a horrible thing. Since then, he's been a nasty beast that attacks anyone who draws near. As the manager of this hotel, I simply cannot allow you to have that key. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Oh, es ist schon halb eins. Well then, I guess it's about time I made the rounds of the hotel. Okay, der Tagesablauf in Gregorys Haus. Jeder Hotelgast hat seinen eigenen Tagesablauf. Manchmal ist die Kenntnis des Tagesablaufs deines Gegners der Schlüssel zu deinem Ziel. Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Wie schon gesagt, es geht hier, muss sehr viel gerätselt werden hier. Und ich glaube, die Rätsel können recht knackig werden. Ich weiß es nicht, aber wir wissen jetzt auf jeden Fall über Gregory, dass der um halb eins seine Runden dreht. Sowas muss man sich... Ich weiß nicht, ob wir so eine Art Logbuch haben, wo wir sowas nachgucken können über die einzelnen Personen. Oder ob wir das im Hinterkopf behalten müssen. Ich kann mir vorstellen, dass es ziemlich komplex wird, wenn wir das einfach behalten müssen. Aber er ist weg. Und die Information können wir natürlich nutzen, um seine Abwesenheit dazu auszunutzen, diesen Schlüssel zu nehmen. Der hier hängt, der mich anblinkt. Warum kann ich das... Okay, geht doch. Ich habe ein Objekt gefunden. Ich habe dann... Das ist... Schlüsselobjekte sind Werkzeuge, die du überall mit hinnehmen kannst. Beispiel der Schlüssel für das Vorhängeschloss. Mit Schlüsseln verdünnisierst du dich, wenn du in der Klemme bist. Taste X, Schlüsselobjekt verwenden. Es gibt auch andere Arten von Schlüsselobjekten, das ist sehr gut. Wir haben damit also quasi das erste, in Anführungsstrichen, Rätsel gelöst. Das war ja jetzt quasi eine Art Tutorial-Einführung. Konnte man gar nichts falsch machen. Guck mal, hier ist die Tür, können wir mal reinblinzen. Aha, hier liegt ein
ein Buch, eine Kerze und eine weitere Tür. Und da hinten ist es hier auf dem Bild. Ein Nachttisch mit einer Uhr drauf und zwei Betten. Das ist bestimmt Gregorys Zimmer. Und natürlich kommen wir hier nicht rein. Selbstverständlich nicht. Oh, eine weitere Tür geht auf. Und, ich kann mit der Dreieckstaste auch in die Ich-Perspektive wechseln. Das ist sehr gut. Ah, okay. Es ist Gregory. Lass uns nochmal mit dem reden. Hello? Ach ja, das hätte ich ja fast vergessen. Bitte nimm das hier. Ich habe eine Karte vom Erdgeschoss des Gregory House. Da muss ich gut drauf aufpassen. Okay. Es gibt außer dieser noch mehrere andere Karten in diesem Hotel. Aber ich glaube, die habe ich letztens irgendwo verlegt. Wo können die denn nur sein? Ja, so funktioniert die Karte. Zum Aufrufen des Grundriss von Gregory House die Select-Taste drücken. Darauf siehst du deinen und die Standorte anderer Gäste. So schaut das ganze Ding aus. Wir haben hier also das Erdgeschoss. Recht geräumig. Wir haben sehr viele Räume noch nicht gesehen. Da oben ist irgendwas durchgestrichen und ja. Okay. Ja, wir haben jetzt den Schlüssel. Wir wissen nicht, was wir sonst tun sollen. Ich würde sagen, wir bringen diesen Schlüssel jetzt erstmal zu Neko. Ich glaube, so hieß die Katze, wenn mich nicht alles täuscht. Vielleicht täusche ich mich da auch. Das ist ja schon ein bisschen her, dass ich das mal angezockt habe. Also so weit bin ich damals noch gekommen. Aber, wie gesagt, von Steuerung weiß ich gar nichts mehr. Zimmer 102 ist das übrigens. Ich habe den Schlüssel für das Vorhängeschloss verwendet. Gut, dann mach mal auf. I'm so hungry. Neko Zombie. Is it dinner yet? Nö, ich glaube nicht. We meet at last. My name is Neko Zombie. Do you think I'm scary? Nö. Nö, nö. I don't need your sympathy. Naja, dann nicht. Bist du bereit, Radikal? Klar. The guests in this hotel are planning to keep you trapped here for all eternity. Warum sollten die das tun? So they're not going to give up their souls that easily. So. Deswegen musst du wissen. You have to know their weak points if you want to get those souls back. Die Schwachpunkte natürlich. You've got to scope out their weak points without them noticing. Ohne dass die es merken, okay. Now we'll practice peeking. Go out into the hall and look through the keyhole. Wie sind denn viele? Durch welche soll ich denn gucken? Krieg ich deine Seele, Neko? Okay, ich soll hier reinspähen. Na gut, spähen wir. Are you ready? Then go ahead and try peeking into my. Das habe ich eben schon mal gemacht. Hallo, Neko. Did you see me? Ja, ich sehe dich. Ganz klar. Und ich sehe auch deine Seele. Ich will die haben. Now, I'll tell you about my weak point. Ah. My weak point is food. Food? Ja, stimmt. Da, du hast eben ja schon. You'll have to figure out on your own what my favorite food is. Aha. So, und damit kommen wir ja schon, kommen wir der Sache schon näher. Wir müssen jetzt rausfinden. I'm hungry. Etwas Süßes mag sie also. Und etwas Süßes und etwas Lauwarmes. Etwas Süßes, los. Ein Nachtisch wäre nicht schlecht. Etwas Süßes, Lauwarmes. Sie hat Bock auf einen Nachtisch. Ja, also die Schwächen kriegen wir also. Oder eine gute Möglichkeit, die Schwächen rauszufinden, ist heimlich in die Zimmer reinzuspähen und zu lauschen. I'm hungry. Gut, da wird sie uns immer das Gleiche sagen, denke ich mal. Und um an ihre Seele zu kommen, brauchen wir also etwas. Ein Nachtisch, wo kriegen wir den denn jetzt her? Ich habe keine Ahnung, ab jetzt geht's los, ich weiß nichts. Ich weiß gar nichts über das Spiel. Wollen wir hier reingucken, Zimmer 103. Was machst du? Komm wieder. Ach so. Ich soll wieder da rein.
dachte, ich soll dir schon was zu essen holen. Okay, jetzt rate mal, worüber ich gesprochen habe. Ach so. Eis. Nein, Eis nicht. Du willst aber was Warmes haben. Zitronenschokolade. Handy? Ein Handy? Kartoffelchips? Nö. Keine Ahnung. Ist nichts dabei. Du willst was Nachtisch haben, was Warmes. Ist eine Banane warm? Nö. Eine Zitrone? Auch nicht. Schokolade? Keine Ahnung. Schokolade kann man irgendwie... Hä, was soll denn? Wie ein Handy, ne? Kartoffelchips. Keine Ahnung. Ja, hier Schokolade vielleicht. A dessert that's sweet and not too cold. Schokolade, genau. Chocolate. Oh, da lag ich wohl richtig. That's it. Yeah. Here, I'll give you this. Ah, ich habe eine Seele. Is this what you're talking about? I picked this up somewhere a long time ago. Here, you can have it. I don't need it. Ah, sehr gut. Yeah, wir haben unsere erste Seele. Cool. Okay, dann... There are 12 souls in all you must find. 12 Seelen. Each of the guests in this hotel is carrying one. Mhm. Ah, jetzt kann ich so ein bisschen ausfragen. Fragen wir, ja. Nutzen wir doch mal aus. Wer sind überhaupt die Gäste? Um vor ihrem unausweichlichen Schmerz zu entfliehen, haben sich die Bewohner von Gregory House für ein ewig dauerndes Umherwandern entschieden. Sie erfreuen sich am Leid von anderen, deswegen solltest du immer auf der Hut sein. Und was ist eine verirrte Seele? Die Seele, die Seelen hier stammen aus flüchtigen Herzen und vergeblichen Hoffnungen. Sei lieber vorsichtig, sonst endest du genau wie sie. Warum tragen die Gäste Seelen mit sich rum? Sie haben die verirrten Seelen ohne Erlaubnis des Besitzers genommen. Wer war dieser ursprüngliche Besitzer? Darüber brauchst du dir nicht den Kopf zu zerbrechen. Ich will mir aber das Hotel wissen. Dieser Ort ist Balsam für deine müde Seele, ja. Du wirst jedoch schon bald merken, wie es dort wirklich zugeht. Okay. So, willst du... How are you planning to deliver those souls back to death? Der Tod hat gesagt, ich soll mich schlafen legen. I see. You're going to meet him in your dreams? Ja. In that case, you should sleep on the bed in your room, if you want to hand the souls over to death. Ja, dann mache ich das doch. Ich habe eine Seele, dann gebe ich dem Tod doch. Wir sind direkt hier reingebeamt worden. Ich denke mal, gehen wir mal pennen. Ja, schlaf mal. Ich weiß eh nicht, was ich sonst machen soll.